Bexi. Nom. Hey, ich bin's. Ich melde mich von der gefühlt einzig ruhigen Ecke hier auf der Gamescom. Und das hier wird der schnellste Gamescom-Vlog ever. Warum der schnellste Gamescom-Vlog? Naja, weil es ja eigentlich hier viel zu sehen gibt. Obwohl es im Vorfeld immer in Umfragen auf Twitter heißt, die ich auch schon gemacht habe, oh, die Gamescom ist so kacke, eigentlich sollte man gar nicht hin. Wer von euch geht da hin? Nein, keiner geht da hin. Und ich dachte mir, ich gucke mir das mal selber an und suche ein paar Highlights raus, die euch bzw. mich auch interessiert haben. Und stelle sie in diesem Video zusammen. Mal gucken, was am Ende dabei so herumkommt. Hüpfen, spielen. Noch mehr spielen. Oh, alte Sachen spielen. Das Original. Data Packer. Okay, alle Alten unter euch werden jetzt jubeln. Das war übrigens damals mein erster Computer. Sport. Keine Bühne für die nächsten Tage. Also meine Stimme geht's echt nicht gut. Hübsche Bühne. Hübsche Kulisse. Große Bühne. Was ist das? Und warum ist das so groß? Brunnen. Exklusiv. Chillen und gucken. Herr der Ringe? Kenn ich nicht. Große? Ach Gott, was? Nein. Riesige Stände. Videoleinwand von hinten. Oh. Warum sind Speicherhersteller auf einer Spielemesse? Irgend so ein Spiel, das keiner kennt? Seilbahn. Warte, machen die nicht Flugzeuge? Shadow von Blade. Ein cloudbasierter, immer maximal konfigurierter, vollwertiger Computer. Twitch! Cooler Laden. Mac, wieso zum Fick Donald? Bällebad. Komischer Laden. Ja doch, definitiv besser als TeamSpeak. Ihr filmt uns, ich film euch. Politik? Noch mehr Politik. Spirit Animal, mein Lebensmotto. Ein Herz für ihr Kinder. YouTube. Menschen! Lustige Menschen! 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 Oh mein Gott! Menschen! Werfende Menschen! Die Games kommen für dich in einem Wort! Very nice! Okay, yes! Das sind zwei! Menschen, die sich toll fühlen wollen! Menschen, die cool sind! Schreihälse! Fotos machen! Ah. Promis! Bekannte Leute! Manchmal auch einsam! Dinge im Gesicht. Und sie merkt gar nicht, dass ich vor ihr stehe. Was spielst du gerade? Malphite Jungle. Lol. Kostüme. Noch mehr Kostüme. 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 Die Gamescom für dich in einem Satz. Geil. Okay, das war ein Wort, genau. Figuren. Coole Roboter. Wie viele Umarmungen hast du schon bekommen? Zwei. Geil. Lauschig. Ja. Wie oft sagen dir Leute, dass du aussiehst wie Klängern? Habe ich noch nie gehört. Oh. Rumstehen, rumsitzen. So sollte das eigentlich immer sein. Noch mehr eine Grafikkarte! Party! Noch mehr Party! Das habe ich nicht gefühlt in dem Moment. Labern, chillen, Spaß, Verzweiflung, irgendwie verkrampft. Tanzen. Du machst die World Cup-Qualifikation, Just Dance? Ja. Zusammenspielen. Merkwürdige Dinge spielen. Echte Spiele spielen. Virtuell spielen. Halb-halb spielen. Oh, und vor allem Laserspiele. Oh, es klemmt. Es klemmt, oh Gott, er stirbt. Oha. Spiele mit Sensoren. Krieg. Panzer. Schießstand. Oh. Nö. Vielleicht. Oh ja, auf jeden Fall. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Schon wieder so ein unbekanntes Spiel. Ich glaube, das ist Far Cry. Kenn ich nicht. Irgendwas mit Schießen. Geiles Spiel, by the way. Indie-Spiele. Oh mein Gott, wie viele. Ziemlich geil. Ja, auch ganz geil. Toastbrot. Oh, das ist eine Mythologie. Schön in der Indie-Area. Wisst ihr, was weird ist? Die geilen Sachen kann man nicht zeigen, weil man sie nicht zeigen darf. Wir können nur darüber reden, wie es theoretisch geil sein könnte für euch. Warum macht die Gamescom das? Aber hey, so können wenigstens wir uns auf die kommenden Spiele und Sachen freuen und ihr müsst uns dabei vertrauen, dass es geil sein wird. Oder könnte. Essen. Schokolade. Trinken. 11 Euro. Ja. 11 Euro. Wow. Wenn ihr wüsstet, wie krass es hier überall nach Fett riecht, ist echt heftig. Diskriminierungsdisclaimer, damit meine ich Bratfett, nicht das Fett an Körpern. Ganz viel Schaufeln. Oh, Grafikkarten. Eine RTX 2080 Partnerkarte. Burgerhocker. Komische Dinge mit einem unbekannten Spiel. Special Edition. Licht mit WLAN-Steuerung. Ein. Aus. Oh.
Schuhe für die Schuhe. Um damit spielen zu können. Ein Telefon, um spielen zu können. Kabelloses VR von HTC. Schießen in einer Schüssel zum Laufen. Kaputte Sachen. Und von 100 Leuten getragene Dinge. Wird hier ganz oft benutzt. Kreativität. Höhenverstellbare Tische aus Deutschland. Computer. Noch mehr bunte Computer. Fancy Computer. Noch fancyere Computer. Richtig fancyge Computer. Meine Computer sehen nie so aus. Ganz viel bunt. Geld loswerden. Noch mehr Geld loswerden. Boah, richtig Geld ausgeben. Oh, die hier sind übrigens scheiße. Figuren. Hier bestelle ich manchmal Sachen. Hundemarke. Oh, für das Ding da oben würde ich schon Geld ausgeben. Keiner Eingang. Oh, immer das Gleiche. Luft. Gaming-Computer. Oh, ich sehe noch mehr geiler bunter Stoff. Oh, da ist er. In seiner vollen Pracht. Den ihr bekommen könnt. Wenn Aldi live ist. Ich bin schon eine Weile unterwegs, um zu gucken, wer der Erste sein wird mit dem Gedicht. Weil es gab zwei, die haben es falsch aufgesagt. Ich lasse auch zwischendurch einfach mal die Kamera laufen. Genau. Ich glaube, es geht los. Lieber guter Alex, Mann, schau mich nicht so grumpy an. Gib mir das Eraserlein, ich werde auch brav Subscriber sein. Ich kann nur mit einer Hand klatschen. Das war richtig. Bye, bye. Ach Gott, komm, geht auch noch. Aber mal kurz, warte, wer seid ihr überhaupt? Wie heißt ihr? Ich bin der Marco. Okay, du bist? Ich bin die Niki. Video is ready. What? I didn't hear you? Alarm! What? Alarm! Alarm! Entschuldigt, die letzte Aufnahme, das Fazit hat leider nicht den Weg nach Hause überlebt. Ja, auch Speicherkarten können sterben. Wisst ihr, aktuell ist die Gamescom eigentlich echt ein Autounfall. Man möchte nicht hingucken, aber man kann nicht anders. Ich meine, versteht mich nicht falsch, euch wiederzusehen bzw. euch überhaupt mal kennenzulernen ist fantastisch. Ich rede sonst nur mit einer Optik von einer Kamera und nicht mit Gesichtern. Ich habe mich während der Gamescom über dieses Thema schon mit tollen Gästen auf der Asus-Bühne unterhalten. Stichwort Funk Royal. Ihr findet den Link zu dem Livestream-Ausschnitt unten in der Videobeschreibung. Es wäre theoretisch so einfach, solche absurden Wartezeiten von bis zu 9 Stunden zu eliminieren, wenn man beispielsweise ein Ticketsystem einführt. Aber hey, es war wirklich schön, euch wieder gesehen zu haben. Es war auch toll, wieder alte, bekannte Gesichter und Business-Kontakte getroffen und oder aufgefrischt zu haben. Und GG nochmal an die Razorline-Gewinner. Und nicht vergessen, auf Twitter gibt es dann auch die nächsten Tage die Auflösung zum Notebook. Oh, ach ja, und wenn ihr merkt, dass in den nächsten Tagen bzw. Wochen auf einmal gleichzeitig an einem Tag alle möglichen Leute über ein Spiel oder über ein Gerät sprechen, dann wisst ihr, der NDA von der Gamescom ist gefallen. Lasst doch gleich eine NDA-Gamescom machen. So. Das war der schnellste Gamescom-Vlog der Welt.